Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem Zweitprojekt auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Odix, und willkommen zu Outlast. Ihr habt abgestimmt, ich spiele mal wieder ein Horrorspiel. Und ich will vorweg sagen, was dich in meinem Projekt erwartet. Eine Videolänge von angepeilten 15 bis 20 Minuten pro Folge. Eine Facecam wird es nicht geben. Jede Menge Horror und ich mittendrin. Und das Ganze wird dann ein bis zweimal, also ein bis zwei Tage wird es immer kommen. Also entweder alle zwei Tage oder wie ich es schaffe. Aber das ist angepeilt. Ich spiele das eigentlich blind. Ich komme auch gleich hier zu diesem Fortfahren. Und ich habe keinen blassesten Schimmer, was mich erwartet. Ich habe das gerade eben 5 Minuten gezockt und dann ist mir aufgefallen, dass das falsche Mikrofon ausgewählt war. Dann habe ich nochmal neu gestartet, dann habe ich wieder angefangen und dann ist mir aufgefallen, dass das richtige Mikrofon jetzt zwar angestöpselt war, aber nicht ausgewählt. Das heißt, wieder anfangen. Das ist also der dritte Versuch und zum dritten Mal bin ich nicht weitergekommen bis zum kleinen Wachhäuschen, was ihr gleich sehen werdet. So, Red Barrels ist der unabhängige Entwickler, also ein unabhängiges Entwicklerstudio. Und sie sagen, dass sie von einer Vision träumen, in der jeder Spieler eine emotional unvergessliche Reise, ja, zu sehen bekommt. Und ich bin gespannt. Auf beziehungsweise Wahnsinn kann ich leider nicht spielen, denn da auf diesem Schwierigkeitsgrad kann man nicht speichern. Deswegen gibt es den Albtraum. Und jetzt geht's los. Lasst euch fallen und genießt das Spiel. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Da habe ich schon beim ersten Mal drüber gelacht. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nerveneilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist ein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Auf geht's. Schon mal. Kurz die Akte checken. 17. September 2013. Betreff: Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gingen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ich bin dran. Ah, Batterien können nicht schaden. Okay, das Gerät funktioniert einwandfrei. Die Nachtsicht auch. Okay, ich gehe rein. Deine Ziele werden in deinem Notizblock-Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelten Dokumente mit J. So,
Und damit sind wir an der Stelle, an der mein Spiel abgeschmiert ist. Beziehungsweise als ich gemerkt habe, dass das mit der Aufnahme nichts geworden ist. So, jetzt gehe ich wieder komplett, na, komme ich hier gar nicht rein? Ah, doch. In das Spiel hinein. Viel Spaß. So. Was haben wir denn hier? Ja. Ein Bild. Das ist ja, ups. Das ist ja noch relativ human. Was geht da noch? Welche Tiere? Ein Bär könnte das sein. Vielleicht Mount Massive direkt. Oder ein Monster. Und ein trauriges Gesicht. Hm. Unvorteilhaft. Kann ich irgendwas machen? Ah, Passwort gebraucht. Okay. Also generell liebe ich ja Gänsehopper-Horror-Games. Und dann weiß ich immer, alles klar, das Spiel hat mich schon in den Bann gezogen. Und es fängt schon, na, so ein leichtes Kribbeln habe ich schon, aber ich bin sowieso so ein kleiner Schisshase. So, drücke linke Maustaste. Okay, und wenn ich die Pfeiltaste bzw. WASD benutze, geht es langsam auf. Okay. Drücke rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. Oh, eine Notiz. So, gleich mal lesen. Ich werde nämlich alles vorlesen, was ich hier finde. Das habe ich schon gelesen. Dokumente. Ne, Notizen waren das, ne? Genau. Nervenheilanstalt Mount Massive. So. Mir wurde schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff's Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Bin mir sicher, das finden wir heraus. Willst du noch mal hier ganz kurz im Camcorder? Gehen wir gerade ein Licht an? What the fuck? Okay, meine Anwesenheit wurde bemerkt. Was zu erwarten war. Halte Umschalt links gedrückt, um zu rennen. Das werde ich oft benutzen. Oh ja. Mal hier, vielleicht kriegen wir da Infos, wenn ich drauf gucke. Works. Das erinnert mich an die Vin Diesel-Filme. Wer Riddick und Pitch Black geguckt hat, weiß, was ich meine. Ich könnte schwören, das ist sowas wie ein Störgeräusch, was ich hier höre. Oder Funk, je nachdem. So. Mount Massive Asylum. Also Leute. Auf geht's. Erstmal rein und so.de. Ja, nee, ist klar. Alles klar. Links, rechts, links, rechts. Ich gehe nach rechts. So also ein bisschen schon mal. Oh, wow. Ach, das war nur ein Blatt. Oh. Ein bisschen aufwärmen. Das sieht geil aus. Atmosphärisch ist es super. Ja, nee, ist klar. Weißt du, warum haben sie das nicht aufgesprengt? Vorausgesetzt, das waren die Leute hier. Speichern. Oh ja, das liebe ich, wenn man die Spielfigur sehen kann. Das finde ich immer sehr atmosphärisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man so eine bessere Verbindung zum Charakter aufbauen. Das finde ich gut. So. Ja, nee, ist klar. Und durch das ganze Gerüttel haben wir uns das nochmal schön angekündigt. Weißt du was, wir setzen nochmal einen nach. Komm hier, schön. Damit es auch wirklich jeder weiß. So, wir sind da. Puh, auf geht's. Wenn der Camcorder einsatz bereit ist, kannst du mit dem Mausrad nach oben... Ah ja. Hab ich ja schon gemacht. Ne? Das ist so ziemlich immer das Erste, was man so testet. Ob die alten oder die Standardfunktionen in einem Spiel so auch übernommen wurden, beziehungsweise funktionieren.
Und wir betreten nun langsam die Nerv. Oder was? Ja. Jetzt fange ich schon an, Dinge zu sehen. Leertaste, wenn du. Oh, ist klar. Drücke Leertaste, um nach oben zu springen. Drücke Leertaste, um zu klettern. Drücke Steuerung links, um dich fallen zu lassen. Das werde ich auch noch oft benutzen. Wenn es so hart. Habe ich schon erwähnt, dass ich totaler Schisser bin? Der totale Schisser? Ich verschluck schon wieder Worte. So, ja! Nein, nein, nein! Nein! Drücke F4 unter die. Das ist die Nachtsicht. Ah, das Nachtsichtgerät verbraucht dann quasi die Batterie. Boah, das geht relativ schnell. Ich habe noch eine Ersatzbatterie, die kann ich ruhig mal ein bisschen benutzen. Ein zerschlagenes Bild. Da sieht es hell aus. Okay. Ja. Wenn er die so schnell aufreißt, kann ich die auch langsam wieder zumachen. Geht das auch? Das geht, was, Linksklick einfach nur? Ja, nee, komm. Gönn die, Alter. Oh. Niemand hat mich bemerkt. Schwein gehabt. Das ganze Gerümpel hier. Die abgeschlossene Tür. Barrikaden. Blut. Was ist hier passiert? Ein Priester. Wow. Der scheint ja nicht wirklich nett zu sein. Und die Kette schwebt irgendwie. Oder er hat sie da irgendwie befestigt mit einer Nadel oder so. Oh Mann. Da gibt's nichts Besonderes. Kann ich hier Buch gucken vielleicht? Ne, kann ich lesen. Mondschein? Oh, wo ist der Mond? Kein Mond. Und ich werfe auch keinen Schatten. Na herrlich. Fernseher. Ah! Oh. Alter. Leck mich, Mann! So, drücke und. Ja, genau. Gedrückt halten kann ich sie. Dann muss ich ganz langsam. Das werde ich wohl auch vermehrt tun. Türen langsam schließen. Die werde ich jetzt auch. Die werde ich nicht so schließen, aber. Verbarrikadierter Raum. Gibt es da noch irgendwas? Das sieht nicht so aus. Okay. Bewege dich in Richtung der engen Stelle, um dich hindurchzuzwingen. Na los, alter Freund. Zwing dich durch. Okay, hier wurde entweder jemand weggezogen oder es gab einen Kampf. Wahrscheinlich beides. Fußabdrücke. In diesem Raum. Er oder sie trägt auf jeden Fall schwere Stiefel. Könnten Militärstiefel sein oder auch Wanderschuhe. Das weiß ich jetzt nicht genau. Habe ich welche an? Ja, könnte gut sein. So. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Ah, eine Batterie. Nice. Drücke linke Maustaste, um die Batterie zu nehmen. Gegönnt. Batterien benötigst du für das Infrarotlicht deines Camcorders. Du kannst dir Batterien wechseln, indem du R drückst. Ja, das ist ja wie in jedem Standard-Shooter. So, und jetzt werde ich hier reinwuseln. Ja, nee, ist klar. Na, fällst du gleich aus, hä? Nein? Na gut. Und auf geht's. Oh, ein Dokument. Nice. So, was haben wir hier? Projekt Wallrider. Krankenbericht von William Hope. Merkwith Psychiatric Systems. Fall Nummer 174. Erste Patientenbefragung, bla bla, 2009. Alter des Geschlechts. Ist auch sehr lustig. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston, DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend.
MRI ergab arrhythmische REM, NRM, NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Project Wallrider, Mount Massive, Corporated. Hier scheint so einiges schiefgelaufen zu sein. Aber ganz ehrlich. Sind das Einschüsse? Nee. Ja, das kommt schon eher ran, aber wo ist das Loch? Aber nichtsdestotrotz, hier muss echt was abgegangen sein, ohne Ende. Vielleicht wurde er hier von da nach da geschleudert. Krass. Okay. So, hier reingehen, was? Dass diese Spielfigur auch noch Geräusche davon macht, darüber macht, wenn sie sich... Also generell Geräusche macht, wenn sie sich erschreckt, ist ja noch übler. So, Freunde, jetzt mache ich hier einen Cut. Ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. Und das war noch gar nichts im Prinzip, ganz ehrlich. Und ich bin jetzt schon wieder... Na? Oh! Ja, drink it. Weißt du was? Ich werde gleich mal was trinken, das ist eine gute Idee. So, bevor ich hier weitermache. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin's, euer Odix. Viel Spaß mit diesem Let's Play. Ich bin raus.